Der Advent ist die christliche Vorbereitungszeit auf Weihnachten und dauert 4 Wochen. Abgeleitet ist der Begriff vom lateinischen Adventus Domini und bedeutet Ankunft des Herrn. Die alten Römer meinten mit Adventus Domini die Ankunft ihres Kaisers. Die Christen deuteten das auf Jesus um. Für sie bedeutet Advent die Geburt ihres Herrn Jesus Christus an Weihnachten. Viele von uns stellen im Advent einen Kranz mit 4 Kerzen auf. Woher stammt dieser Brauch? Blicken wir zurück. Die Geschichte des Adventskranzes beginnt 1839 in Hamburg. Im Rauenhaus finden verwahrloste Kinder und Waisen Zuflucht beim Pädagogen Johann Hinrich Wichern. Die Kinder löchern Wichern Jahr für Jahr, wie lange es noch dauert bis Weihnachten. Das bringt Wichern auf eine Idee. Er zündet ab dem ersten Adventssonntag auf einem Wagenrad jeden Tag eine kleine rote Kerze an und an den Sonntagen je eine große weiße Kerze. Spätere Adventskränze werden dann mit Tannengrün und anderen Gegenständen geschmückt. Es dauert aber noch gut 100 Jahre, bis sich der Adventskranz auch in katholischen Gegenden durchsetzt. Schließlich handelt es sich hierbei um eine evangelische Erfindung. Strenggläubige wie Wichern wollten durch den Adventskranz an ein gottgefälliges Leben erinnern. Am wichtigsten war Wichern aber das Soziale. Noch heute gibt es Wichernhäuser und Schulen und den Adventskranz sowieso. Er ist zwar auf Familienwohnungsgröße geschrumpft, die Vorfreude in den Kinderaugen jedoch scheint immer noch dieselbe. Frohen Advent!